Elisa und Oliver sind hier. Du bist in Sicherheit. Chase, du erzählst ihnen aber nichts, okay? Ist gut. Die Welt ist im Arsch, Mann. Ich dachte, ich hätte es im Griff. Aber habe ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu, ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Keith? Tut mir leid. Keith! Bitte. Hey. Nicht Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Sie haben ihn getötet. War schon heute diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle. Das schwöre ich. Hey. Jason, was ist? Riley ist tot. Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden, okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. Tja, für was wärst du denn zu haben? Na gut, wir gucken mal, was uns da draußen erwartet. Bring Citra den Dolch. Wir waren jetzt nochmal Citra. Ach ja, jetzt, ja. Das war doch die aus dem Tempel. Und wo war dieser Tempel? Hier war der Tempel. Okay. Dann haben wir die schon mal auf unserer Seite. So mehr oder weniger. Das ist schon mal richtig geil. Ich könnte kurz mal noch diese Beutekisten mitnehmen. Die wären ja hier in der Nähe. Hier in diesen verlassenen Ruinen. Einfach hier unten. Sehr komisch. Okay. All right. Okay, dann geben wir mal diesen schönen Dolch ab, den wir uns jetzt richtig hart erkämpft haben. Ich bin gespannt, ob der uns von Nutzen sein wird. Oder vielleicht diese Citra da. Oh, da öffnet man uns schon die Tore. Nice one. Und da oben haben wir sie, oder? Mein Bruder. Mein Bruder. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und
Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. What the heck? Also die immer mit ihren Geschichtsstunden, hä? Holy moly. Einfach mal einen kompletten Kopf abgetrennt. Alles klar. Mein Bruder. Das haben wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal öfter gesehen. Puh. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Sehr schön. Das hört man doch gern. So, dann mit den Anführer soll ich mal kurz sprechen. Der wäre hier oben. Okay, dann gehen wir hier mal kurz hin. Zack. Und dann gehen wir hier doch mal raus. Und ich würde mal sagen, ich mache hier trotzdem mal kurz einen Schnitt. Und holen mir noch kurz was zum Trinken. Also, bis gleich. So, und willkommen zurück. Wir sind jetzt noch auf dem Weg zu diesem Anführer. Ich habe mir jetzt noch schön was zum Trinken geholt. Erst einmal Prost. Und ich sehe schon, das erste Problem haben wir schon. Wir haben überhaupt kein Fahrzeug. Die Straße runter wäre ein Fahrzeug. Nee, das nehmen wir kurz so oder das? Sehr schön. Perfekt. Das sieht man auch gerne. Also. Wir haben jetzt vor einen Transporter. Und ich fahre in die völlig falsche Richtung. Natürlich, weil ich kann ja nicht über den Fluss fahren. Nummerchen. Genau, einen Transporter mal hochzunehmen. Da bin ich ja mal gespannt, wie viel da. Erstens mal, wie viel Gegner da auf mich zukommen und wie viel das an Vars ärgern würde, wenn wir jetzt den komplett hochnehmen. Das wäre noch geiler, wenn wir den richtig schön ärgern können. So, alles. Alles zu meiner Zeit, ha? Huh? Gab's doch auch so einen schönen Werbespruch hier wieder. So, zum Glück haben wir komplett dieses Gebiet eingenommen. Mit lauter Vollidioten. Aber wenigstens haben wir das Gebiet eingenommen. Immerhin. Und ist es nicht sogar dieses Gebiet mit dieser schönen Kirche? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das müsste doch dieses Gebiet sein. Das war jetzt schon wieder saulange her. Weil in diesem Gebiet gab es richtig viele Tiere. Und wenn die vielleicht jetzt immer noch da sind, könnte ich gleich einmal schön meine neue Waffe ausprobieren. Aber wenn nicht, dann nicht. Hier haben wir richtig viele Verbündete. Du redest zu viel. Eieieiei. Okay, Bruder. Du bist dran. Was soll denn das? Jetzt wirf mich, wie ich es dir gezeigt habe.
Da fehlt einfach mal ein kompletter NPC. Alles klar, Leute. Alle Mann, auf die Position. Gut, dich zu sehen, Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Aber hallo. Alright, ich bin dran. Ich bin dran. Was machst du denn? Hä? Oh shit. Ich hab. Okay. Moment, wo ist jetzt wieder markiert? Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Und es regnet. Go, 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 go. Hoch, hoch, hoch. Okay. Oh ja, oh ja, so ein Sniper jetzt, ha? Huh? Okay, wir haben eine Sniper Rifle, sehr gut. Die Jungs sind keine Piraten, die sehen nicht aus wie Bars Männer. Wow! Zur Hölle sind die Kerle, die sehen organisiert aus, aus wie Soldaten oder sowas. Oh Gott, haben wir jetzt komplett neue Gegner oder wie? Auf jeden Fall halten die auch schön aus. Aber Kopfschuss ist halt wieder Kopfschuss, ja? Okay, da kommen noch welche. Oh Gott, da kommen richtig viele. Sabradi, aber das ist ja mal richtig ein geiles Fahrzeug, also... Oh Gott! Jetzt kommen die auf mich zu, oder? Also richtig Deckung hat man auf diesem Wasserturm auch nicht. Aber es werden weniger. Oh ja, da kommen die nächsten. Also erst mal schön alle markieren. Die nehmen wir doch gleich einmal mit. Fällt nicht einmal auf. Die zwei, die haben wir auch noch. Yeah. Okay. Okay, in der Position habe ich glaube ich schon drei Leute oder so getötet. Oder das ist jetzt dann der dritte. Yeah. Aber die achten auch ein bisschen auf den Wasserturm. In den LKW steigen. Moment. Okay, ich muss runter. Go, go, go. Ich lauf ihm nach. Alright. Wechseln und go, go, go. Oh, fuck. Shit. Ich wollte mich noch heilen. Alter, die sind richtig heftig. Okay. Sehr guter Checkpoint. Sofort anhalten. Und runter. Also, das war jetzt ja schon mal ganz gut. Mit also, Wechseln, das haben wir schon. Aber die zwei, die haben mich jetzt richtig hart drangenommen. Mit denen habe ich jetzt halt nicht gerechnet, so, aber jetzt kommen die. Und jetzt kann ich mit denen rechnen. Eieieiei. Okay, beide down. Versuche jetzt halt mal den LKW zu stoppen. Oder den Konvoi erreichen. Je nachdem.
Holy moly. Okay, dann schauen wir jetzt hier mal, wo der überhaupt hingefahren ist. In welche Richtung? Rechts rum, okay. So, hier fahren wir komplett durch. Damn. Interessiert uns überhaupt nicht. So, natürlich kommen auch welche entgegen. Dürfen wir uns auch nicht interessieren. Okay, haben den schon mal. Und ich muss weg. Ist es vorbei? Nee, noch lange nicht. So, der ist down. Und einer hat sich noch dahinter versteckt, den haben wir doch auch gleich. Wenn er sich ein bisschen hinter den Konvoi hier versteckt. Aber den schießen wir uns ein paar Mal ins Bein und dann ist er auch erledigt. Ja. Komm ruhig her. Ich bin hier. So. Ich bin hier, ja. Also die Gefangenen retten. Gehen wir da einfach rein. Ah, oh, ich habe wieder richtig gut geparkt.